Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer 66 Shadow mit dem Black Ops 2 Gameplay für euch auf The Map Raid. Spielmodus, Bodenangriff, Stellung. Bei mir im Team ist mit dabei der Aimbot Kaknupchino, der K-Sensei und wir haben hier richtig, richtig schön gerockt. Welche Waffe habe ich dabei? Das ist die MSMC mit Griff und Vollmantelgeschoss. Meine Scorestreaks sind Drohne, Blitzschlag und der Tarnhelikopter. Das Gameplay ist recht alt, weil ich zurzeit keine neuen Clips habe, weil hat den folgenden Grund, mir macht Black Ops 2 keinen Spaß mehr. Deswegen spiele ich Black Ops 2 zurzeit recht wenig, weil ich zurzeit Dead Space 3 habe. Dann habe ich Aliens. Zum Thema Aliens, gestern habt ihr das Unboxing gesehen, 5 Tage vor Release. Leute, kauft es nicht. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, und ich habe zurzeit richtig viele Games. Hitman Absolution habe ich gerade mal durchgespielt. Da habe ich Hitman HD Collection, Prince of Persia HD Collection gerade geholt. Ich habe gerade andere Games und spiele halt die Games und gerade wenig Black Ops 2. Aber hey, heute habe ich mal überlegt, gedacht, hey, jetzt stelle ich mal ein Black Ops 2 Video rein. Und morgen kommt wieder ein Videoclip, aber nicht von mir, sondern ein Commentary von Too Dale. Too, er hat von mir die Chance bekommen, bei mir ein Gastcommentary hochzuladen, weil der Junge ist recht okay, den kenne ich, privat bin ich mit ihm auch recht gut, wir schreiben uns oft über Facebook und etc., so wie ich mit Chino immer gut drauf bin und zusammen zocken mit den, nicht Aimbot Chino, Aimbot Kaknupchino, so nenne ich ihn ab sofort, Aimbot Kaknupchino, Chino. Ja, er wird es bestimmt anschauen und so, wird sich bestimmt beschweren oder so, wird bestimmt stirb oder so reinschreiben in den Kommentar oder wird mich persönlich anschreiben. Vor allem hier in dem Clip hier ist er recht fail gegangen, aber er ist ja mit der Sniper richtig schön abgegangen. Ihr wisst, Chino Sniper, Gott einfach, er ist ein Sniper Pro. Es gibt nicht so viele gute Sniper, wo only Sniper richtig gut und stark sind und er ist einer davon, wo richtig gut abgeht mit der Sniper, obwohl er auch wie ich kaum Zeit hat wegen der scheiß Arbeit. Wie ihr wisst, Leute, arbeiten, arbeiten, lernt in der Schule, damit ihr weniger arbeiten müsst, schaut den Zeus an, schaut euch den Killer Chris an, er hat auch viel mehr Zeit, vor allem Mittagspausen und so im Büro hocken und Videos und so machen. Apropos Killer Chris, er ist ja wieder zum Teil wieder back, Leute. Er geht wieder back to the roots, zu seinen alten Wurzeln oder so, keine Ahnung, hoffentlich wird es wieder wie früher mit ihm und wird nicht so diese, darauf will ich nicht reingehen, hauptsache er macht wieder sein Oldschool Ding und er muss auch nicht jeden Tag ein Video hochladen, wenn er es will, kann er es machen, aber ich bin zum Teil froh, dass er wieder zurückgekommen ist und hoffentlich seinen alten Commentary-Stil wieder aufnimmt und nicht diesen New Cut Scheiße. Ja, was ist heute für mich? Heute ist eine Laberrunde für euch und ihr könnt schön das Gameplay anschauen. Laberrunde, ja, was über was soll man reden können? Es schneit und schneit voll Kacke. Ich war zurzeit auch, bin ich auf Baustelle in Reutlingen und da ist es bis so 10 cm Neuschnee gefallen und hey. Ich habe mich da wirklich gefühlt wie in Dead Space im Schnee zu laufen und es schneit wie verrückt und man friert sich den Arsch ab und dann bretter ich auch noch wie ein Depp noch, wo ich runtergelaufen bin. Sieht man mich nur noch runterkugeln, wie die Kollegen sich dann den Arsch abgelacht haben. Ja, passiert halt rutschig, also Leute, aufpassen, aufpassen, dass ihr nicht auf die Fresse fällt und keiner euch auslacht. Ja, was soll man labern, Leute? Ich will kein Thema machen. Ich habe kein Thema, gar nichts. Einfach nur so eine Runde labern. Ja, ich überlege gerade zurzeit ein spezielles Event zu machen. Oder ja, sagen wir so, ein paar Kommentators zu holen. Sowas wie, was soll ich sagen, türkische Runde. Dass ich da ein paar türkische Kommentatoren reinhole. Aber ohne diesen CX asozial. Den zähle ich nicht mehr als Türke. Der ist für mich unten durch. Über ihn wird vielleicht auch noch ein Commentary geben. Ich sag nur eins, der Typ ist richtig lächerlich. Richtig lächerlich. Er macht seinen guten Game-Clips, Gameplays. Er macht seinen 100+, ist okay, schön, gut. Aber ey, er ist kein Türke mehr für mich. Ich sag nur eins, man soll stolz sein, ein Mensch zu sein. Man soll stolz sein, dass man sich ein Handy leisten kann. Kurwa, Alter. Ich sag nur eins zum Thema stolz sein, Mensch sein. Darüber wird auch ein Commentary geben.
Jeder soll stolz auf seine Herkunft sein. Jeder hat eine Herkunft. Man kann seine Herkunft nicht leugnen. Einfach zu sagen, stolz ein Mensch zu sein. Mussolini war ein Mensch. Hitler ist ein Mensch gewesen. Man kann ruhig stolz sein auf sein Land. Ich bin ein stolzer Türke. Ich bin auch stolz, zum Teil auch deutsch zu sein. Ich bin zum Teil Deutscher, zum Teil Türke. Wieso Deutscher? Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Hier bin ich halt der dumme Kanake, der Türke. Und unten in meiner Heimat bin ich halt der Deutsche. Da sagen die, ah, der reiche Deutsche kommt. Ja, zum Thema Stolz, da kommt noch richtig ein Kommentar von mir, weil man kann stolz auf sein Land sein. Ich bin stolz auf meine Geschichte. Ich bin oft richtig stolz auf, was mein Volk geleistet hat, vor allem das Osmanische Reich und so. Kann man doch stolz sein auf seine Herkunft, Leute, solange man nicht den anderen unterdrückt. Deswegen habe ich auch mein Emblem, auch türkische Flagge und so. Kann man ruhig stolz sein. Darüber kommt aber noch ein Video und über den CX asozial auch, wird auch noch angesprochen, was für Scheiße der baut und so. Vor allem, der kann ruhig rumlabern. Ich glaube, wenn er ein Double-Time-Commentary machen würde, ohne Scheiß, wenn der CX asozial ein Double-Time-Commentary machen würde, würde aus diesem, hallo, das ist mein 100 Plus Gameplay, würde sich wahrscheinlich so anhören. Das ist mein 100 Plus Gameplay, Leute, von CX Asozial. Also, das wird dann wahrscheinlich richtig normal laufen. Würde ein normaler Double Time machen, würde sich wahrscheinlich so anhören. Hallo, meine lieben Freunde, hier ist euer 66 Shadow. Das ist ein 100 Plus Gameplay von mir. Ihr spielt auf Raid mit meiner Schuppewaffe M85 und so und weiter und so sofort. Und ich knall die richtig weg. Guck mal da, erster Kill, zweiter Kill, dritter Kill, papapapa, das wäre dann von mir vielleicht ein Double Time Speed oder von vielen anderen, aber wenn der CX Asozial seinen Double Time aktivieren könnte, würde er vielleicht etwas ruhiger und ein bisschen schneller und normal reden können, anstatt diesen Slow Motion Commentary Stil, würde er bestimmt mehr Zuschauer haben. Oder ich glaube, die Leute schauen gar nicht seinen Commentaries. Die schauen seine Commentaries an, aber hören ihn nicht zu. Machen bestimmt stumm und Hauptsache das 100 Plus Gameplay anschauen. Kann auch möglich sein, weil Gameplay-technisch richtig top bei dem Kerl. Menschlich eine Null, finde ich. Er hat mich auch jetzt geblockt in Face. Er hat mich im Facebook geblockt gehabt, weil er hat ein Kind halt fertig gemacht gehabt und so. Ist egal, das wird einen großen Content noch über ihn kommen und so. Aber ich mache es dann auf seine schöne Art und Weise. Also könnt ihr auf einen Slow-Motion-Commentary von mir freuen. Oder ich mache das einfach mit der normalen Geschwindigkeit, wie es gehört, und spricht man ganz normal mit meinem Kanaken-Style, mit meinen Sprachfehlern. Ja, ihr denkt jetzt, wieso beleidigt er sich als Kanake? Leute, Kanake heißt auf Lateinisch Mensch. Viele verstehen das als Beleidigung, aber ich nicht. Hier seht ihr die Sniper und habt da schön Sniper-Kills gemacht und Fehler. Kanake ist für mich keine Beleidigung, weil Kanake heißt Mensch und nicht mehr und nicht weniger. Und ja, was soll man sagen? Today, tomorrow. Heute hatte ich keinen richtig Bock, keinen Bock an Themen-Commentary machen. Ich könnte auch sowas machen. Commentary-Tutorial. Ihr kennt doch bestimmt Echo Fresh, sein Album Echo to the Roots. Da hat er dieses Rap-Tutorial, wo er richtig das erklärt, was für Rap-Arten gibt es, den Double Rhyme, Three Rhyme, Four. Vierfachen Reim und diesen Kanackenslang und so. Sowas könnte ich für euch als Commentaries herausbringen, weil es gibt ja diese Slow Motion, den Storyteller, den Labertasche, den themenbasierten, den Historiker, den Politiker, den Scheißelaber wie ich gerade. Es gibt so viele Commentary-Stilarten. Da kann man sich eigentlich eins herauspicken oder alles Mischmasch machen oder einfach so ein WZG, einfach so Schmuckstyles und so machen, wo man dumme Witze erzählt, irgendwelche Stories erzählt und dann auf einmal später im Real Life, in Wirklichkeit,
die Fresse jeden Tag bekommt und gemobbt wird, aber hier im YouTube-Szene und so richtig auf Obermack, auf den Gangster und auf den Hardcore-Styler machen und so, keine Ahnung. Könnte ich auch so ein Commentary rausbringen, weil das Gameplay endet auch hier, Gott sei Dank, weil ich wusste nicht, was ich noch labern sollte. Der Kacknoob-Chino, Aimbot Kacknoob-Chino. Hier seht ihr den Endscore. Hoffentlich hat das Video euch gefallen. Hoffentlich hat dieses Shit-Commentary euch gefallen. Über Kommentare würde ich mich freuen. Das war euer 66 Shadow.